Hallo, ich bin Erik Albers von der Free Software Foundation Europe. Und die Free Software Foundation Europe, wir machen sehr viel, unter anderem auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Und da machen wir auch Kampagnen und wir machen Kampagnen im Vorfeld von Wahlen. Und da wollte ich heute mal verschiedene Kampagnen vorstellen und die Werkzeuge dazu vorstellen und miteinander vergleichen. Das Gute daran ist, dass man sie teilweise auch außerhalb von Wahlzeiten verwenden kann und dass man sie auch, ich habe jetzt hier geschrieben, wie man freie Software zum Wahlkampfthema macht, weil das ist das, was wir tun. Aber man kann diese Kampagnen auch verwenden für andere Themen, man kann sie auch für den Tierschutz verwenden oder den Datenschutz oder andere Dinge. Also ich möchte einfach so ein bisschen die Methoden vorstellen. Weil hier aber ja die Wahlen gerade vorbei sind, würde ich auch noch am Ende die Gelegenheit nutzen, nach dieser Vorstellung eine neue Kampagne vorzustellen, die man nach der Wahl sehr gut verwenden kann. So. Deswegen würde ich jetzt diese Kampagne vorstellen, dann machen wir eine kurze Frage- und Antwortrunde, falls Fragen sind. Und dann würde ich noch eben die aktuelle Kampagne Public Money, Public Code vorstellen. So, wir machen, wie gesagt, wir sind die Free Software Foundation Europe und wir machen eben Kampagnen zu freier Software. Und normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt hier kurz erklären, was freie Software ist. Ich denke, hier im Raum wissen das alle. Freie Software, wenn ich sage freie Software, dann meine ich Software unter einer freien Lizenz, die jedem Nutzer die vier Freiheiten gewährleistet, die Software zu jedem Zweck zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten und zu verbessern. Dieses Symbol eben, um auch mal darzustellen, dass es durch eine Lizenz gegeben ist. Prominente Beispiele sind eben Thunderbird oder Firefox, Linux natürlich und andere Software. Die Free Software Foundation Europe, wir sind eine NGO, wie man sagt. Also wir sind ein Verein und wir möchten, dass der Nutzer in der Kontrolle ist, der Technik, die er verwendet. Und dazu soll er eben die Möglichkeit haben, freie Software zu benutzen. Wir möchten ein Umfeld erschaffen, in dem es möglichst einfach ist, freie Software zu verwenden und zu verbreiten. Dazu machen wir Öffentlichkeitsarbeit, wir erklären Individuen und Organisationen, wie wir alle, wie einzelne Nutzer, aber auch wir alle profitieren von freier Software. Wir haben ein Netzwerk von Anwälten, das heißt, wir bieten auch Rechtshilfe. Wir geben selbst grobe Orientierung und im Detail führen wir eben Leute zusammen, Anwälte, das heißt, wenn für Entwickler zum Beispiel, die unter freier Lizenz veröffentlichen, Probleme haben, können sich an uns wenden oder die darüber nachdenken, unter freier Software zu veröffentlichen und Lizenzfragen haben, solche Dinge. Angesprochen habe ich das schon, wir machen eben auch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit und als Schlüsselelemente betrachten wir eben, möchten wir insbesondere in der öffentlichen Bildung und der öffentlichen Verwaltung freie Software, dass dort freie Software verwendet wird, weil auch die Bürger eben ganz viel, jeder Bürger hat irgendwie in seinem Leben, normalerweise durchläuft einmal die öffentliche Bildung und im Fortfolgenden hat er immer wieder mit der öffentlichen Verwaltung zu tun. Wenn dort freie Software verwendet wird, dann umso normaler ist das auch für jeden Menschen in der Gesellschaft. So, nach dieser kurzen Einleitung kommen wir jetzt zu den Kampagnen. Ich werde insgesamt vier verschiedene Methoden vorstellen. Die erste sind ganz klassisch, die Wahlprüfsteine. Ich vermute mal, wer kann sich hier unter Wahlprüfstein was vorstellen? Oder hat. Okay, also Wahlprüfsteine sind ja schon so ein paar Jahre jetzt irgendwie am Kommen, auch von anderen Organisationen. Es geht darum, man sendet also an die Parteien, die im Wahlkampf antreten, sendet man Fragen zu seinem Thema und bittet um eine Antwort. Also in unserem Falle habe ich hier ein Beispiel von, ja, ich habe es, also ich versuche normalerweise zu vermeiden, dass man zu viel lesen muss. Deswegen habe ich den Text hier auch, wie sagt man,
genau, unscharf gemacht, damit man nicht so viel lesen muss. Es soll nicht zensiert sein. Es ist einfach nur, damit ihr nicht so verführt seid, so viel zu lesen, sondern mir besser zuhören könnt. Weil die konkreten Antworten sind in diesem Fall gar nicht so interessant. Was ich hier zeigen möchte, also man schickt eben an die Parteien, die zur Wahl teilnehmen, schickt man Fragen. Hier zum Beispiel haben wir geschickt, werden Sie sich für den Einsatz von freier Software in Schulen und anderen öffentlichen Bildungsinstitutionen stark machen? Und wenn ja, wie? So, das schickt man an alle Parteien. Und die sind es inzwischen gewohnt, diese Art von Wahlprüfsteinen, die insbesondere zur Wahlzeiten haben die extra Menschen beschäftigt, die diese Fragen beantworten im Sinne der Parteien. So, das Erste ist, ich habe natürlich die Partei jetzt darauf aufmerksam gemacht, hier gibt es eine Organisation, die kümmert sich um ein spezielles Thema, in diesem Fall freie Software. So, das ist der erste Schritt. Viel wichtiger ist aber, dass ich diese Antworten im Nachhinein veröffentliche, sodass natürlich auch jeder sehen kann, wie eine Partei zu diesem Thema steht. Und im Optimalfall tue ich nicht nur die Antworten veröffentlichen, sondern ich mache auch so eine Analyse der Antworten und schreibe letztendlich eine Pressemitteilung und schicke diese Pressemitteilung an Medien, die das interessieren könnte. So, in unserem Fall sind das natürlich so hier ein paar Klassiker, sag ich mal, also Tech-Magazine bei freier Software kommen dann natürlich in Frage. Oder eben netzpolitik.org kennt man ja wahrscheinlich auch. Informationsportal zu netzpolitischen Themen. JoinUp ist ein europäisches Informationsportal, das sich eben auch mit freier Software beschäftigt. Ich habe hier das Sun mal reingemacht. Also wahrscheinlich, es ist fraglich, ob man in der Sun erscheinen möchte. Ich habe es jetzt hier reingemacht, so ein bisschen als Stolperstein, dass man so ein, also am besten mal ein bisschen offen denkt, also sich irgendwie nicht, eben gerade nicht auf diese 2-3 Magazine, die man selber täglich liest, beschränkt, sondern so ein bisschen mehr offen denkt und sagt, ach, wen könnte ich das denn eigentlich schicken? Und die Zeitung hier soll eben die lokale Presse darstellen, die ist ja insbesondere, wenn ich lokale Wahlen habe, ist die lokale Presse daran auch oft tatsächlich sehr interessiert. Wenn ich die lokalen Parteien befrage zu gewissen Themen und ich das dementsprechend aufbereitet habe, das ist nämlich auch noch so ein wichtiger Faktor, warum ich sage Pressemitteilung. Eine Pressemitteilung sollte schon auch tatsächlich, am besten überlegt man sich, wie würde ich es jetzt schreiben, wenn ich jetzt bei der Zeitung wäre. Und dann schicke ich das genau in diesem Format an die Parteien, an die Medien, damit die das bestmöglich im Prinzip einfach Copy-Paste benutzen können, weil die sind oft sehr faul und dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tatsächlich veröffentlichen. So, also habe ich jetzt schon mal 2 Punkte erreicht. Ich habe die Parteien irgendwie schon mal von meinem Thema wissen lassen und von meiner Existenz und dass ich mich darum kümmere. Und ich habe die Öffentlichkeit nochmal darüber informiert, über die Medien. Und dann gibt es noch den dritten wichtigen Punkt bei dieser Kampagne nach der Wahl. Je nachdem natürlich, wie die Wahl dann so ein bisschen ausgeht. Aber wenn sie in meinem Sinne, also in unserem Sinne ausgeht, also im Sinne des Fragenden, also wenn jetzt nachher Parteien gewählt werden, die auch gut geantwortet haben, im Sinne des Fragenden, auf jeden Fall nochmal auf die Parteien zugehen, kann man einen Brief schreiben, sagen, ja, ich gratuliere zur Wahl, wünsche irgendwie erfolgreiche Legislaturperiode und möchte nochmal daran erinnern, dass sie ja gesagt haben, sie möchten freie Software unterstützen. Sie wissen ja, die FSFE, die steht immer bereit für Beratung und Expertise. Und wir würden uns wünschen, die nächsten Jahre da zusammenarbeiten zu können. So, einfach nochmal erinnern. Das ist also der dritte Punkt, Gute an dieser Methode. Ich habe also, je nachdem, was für Antworten natürlich gegeben wurden und wer nachher gewählt wird, habe ich eventuell ganz gute Bedingungen für fortfolgenden Lobbyismus, weil ich ja auch im weiteren Verlauf dann der Legislatur immer wieder erinnern kann und darauf zurückkommen kann und sagen kann, ja hier, jetzt steht gerade dieses Gesetz an und ihr habt versprochen, ihr möchtet freie Software unterstützen, jetzt ist es an der Zeit, sagt ja oder nein,
zu diesem Gesetzesentwurf. So, das war die klassische Methode, Wahltriffsteine. Haben wir inzwischen häufiger während Wahlzeiten. Wir haben uns jetzt noch so ein paar andere Dinge ausprobiert. Wir haben mal quasi den Spieß umgedreht. Wir haben Wahlversprechen abgelangt, wir haben selber Antworten gegeben und haben dann Kandidaten gesucht, die diese Antworten unterzeichnen. Dazu haben wir uns mit ein paar anderen Organisationen zusammengetan. Das war jetzt in diesem Fall, dieses Beispiel hier ist zur Europawahl 2014. Und da haben wir uns eben, wie gesagt, mit ein paar anderen Organisationen zusammengetan, haben eine Charta aufgesetzt mit 10 Punkten. So zum Beispiel, die Kandidaten befragt, die sollen diese unterzeichnen. Die haben damit zum Beispiel versprochen, ich werde mich für Transparenz einsetzen und Zugang zu Daten und Dokumenten. Ich kümmere mich um Datenschutz. Ich kümmere mich um freie Software natürlich, das war jetzt in unserem Fall so. Da hatten wir da 10 Punkte und dann wurden die ganzen Kandidaten angeschrieben und sie sollen noch zeigen, dass sie sich für digitale Bürgerrechte einsetzen, indem sie diese Wahlversprechen unterzeichnen. Die sind natürlich etwas vage formuliert, so. Es sind also jetzt nicht so ganz konkret, weil sonst unterschreibt es keiner, aber schon so, dass man eben also was verspricht und sagt, ja, ich fördere diese Richtung. Dazu haben wir dann eine Homepage aufgesetzt und da konnte man dann nachschauen, okay, wir hatten jetzt diese Charta unterschrieben. Ich habe jetzt hier das Beispiel Holland, weil ich da vor kurzem in Holland referiert habe. Also in Deutschland waren es, glaube ich, so 70, 80 Leute, die das unterschrieben haben. Hier eben Holland 29 Kandidaten, die das unterschrieben haben. Jetzt hat man hier einerseits natürlich auch wieder, kann man es hier in diesem Fall zu den Wählern die Wähler erreichen, weil die Wähler können auf diese Homepage gehen und die können sich anschauen. Also wer sich jetzt um digitale Bürgerrechte irgendwie bemüht ist, der kann auf diese Page gehen und sagen, ja, wer vertritt denn jetzt hier quasi meine Meinung, meine Rechte? Und man baut natürlich eine Datenbank auf. Man hat natürlich selber, und das ist natürlich für einen selber sehr gut, man hat ja nach der Wahl, dann werden diejenigen Kandidaten, die es also nach der Wahl schaffen, in diesem Fall in das Europaparlament zu kommen, hat man quasi eine Datenbank von den Leuten, die das unterschrieben haben und kann eben genauso wie mein Wahlprüfstein im Nachhinein während der Legislaturperiode darauf zukommen und sagen, jetzt hier, du hattest gesagt, du unterstützt irgendwie die digitalen Bürgerrechte, du hast gesagt, du unterstützt Datenschutz und jetzt ist dieses Gesetz für den Trojaner oder ähnliches, da erwarten wir jetzt von dir, dass du dagegen stimmst. Und wenn nicht, dann könnten wir schlechte Presse machen. So, das kann man so unterschwellig, sollte man nicht vielleicht nicht gleich ganz so fies sagen, aber das schwingt dann ja unterschwellig mit. So. Hier sieht man nochmal eine Liste von Partnern, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Das ist ein ganz generell, ist es ein sehr, sehr guter Vorschlag. Also das skaliert ja genauso runter in die lokale Ebene. Macht sowas nicht alleine, sucht euch irgendwelche Partner, irgendwelche Vereine, wir haben in dem Fall, deswegen hatten wir gesagt, okay, wir machen digitale Bürgerrechte, da haben wir dann natürlich irgendwie eine ganze Menge von Vereinen zusammen schnüren können. Aber es langt ja auch, wenn es schon mal 2 sind oder 3. Es ist gut, weil man irgendwie, weil die Politiker einem mehr ernst nehmen, einem mehr zuhören, wenn da mehr dahinter stehen. Es ist aber auch gut, um die Arbeit zu teilen, weil es ist sehr viel Arbeit oft dahinter. Man muss sie dann alle anschreiben, man muss sie nochmal daran erinnern, dass sie noch nicht geantwortet haben und ähnliche Dinge. Dann ist es auch immer ganz gut, wenn man sich die Arbeit teilen kann. So. Die dritte Methode ist jetzt sehr softwarebasiert. Das ist eine quasi Eigenentwicklung mit der lokalen Gruppe der FSFE in der Schweiz. Und die Schweiz ist ja sehr direkt demokratisch. Das heißt, Kandidaten haben da eine ganz, ganz große Rolle. Da geht es auch um Parteien, aber es geht auch sehr, sehr viel um Kandidaten. Die Kandidaten müssen eben ihre Stimmen bekommen. Und dann haben die eine Datenbank aufgesetzt mit allen Kandidaten. Die haben sich alle Kandidaten befragt und die
Kandidaten mussten sich selber auch zu verschiedenen Fragen einsortieren. Auch zum Beispiel zum Datenschutz oder zu Netzneutralität, zu freier Software, diesen netzpolitischen Themen. Und mussten sich ja selber auf eine Skala dort einsortieren. Danach wurden eben diese Datenbanken aufgesetzt und auf einer Homepage visualisiert. Dann konnte man einerseits jetzt als Wähler hingehen und sich dort informieren und schauen, was der eigene Kandidat oder die, sagen wir mal, die eigenen Kandidaten im eigenen Landkreis quasi oder Kanton, wie das in der Schweiz heißt, denn wie die so stehen zu ihren zu den Themen, zu netzpolitischen Themen. Man konnte aber auch selber einen Account aufsetzen oder kann auch, die Wahl ist halt vorbei, aber die Homepage besteht noch. Man kann auch selber einen Account aufsetzen und sich dann direkt mit den Kandidaten vergleichen. Man kann, hier ist jetzt ein Beispiel, die Leonie Nägler. Also ich habe einerseits so ein paar Metainformationen dann zu den Kandidaten, welcher Partei sie sind und welcher Kanton. Die hatten dann auch Möglichkeiten für Freitexte über ihre eigenen Absichten. Und ich sehe hier auf der rechten Seite, sehe ich dann übereinander gelegt, meine Meinung ist es hier natürlich rein beispielhaft. Ich habe es tatsächlich so ein bisschen gemacht, damit sie es sich unterscheiden, um das visuelle Element mehr hervorzuheben. Also, aber man kann quasi seine eigene Meinung mit der Meinung der Politikerin abgleichen und so eben sehen, welcher Politiker, deswegen hatte ich geschrieben, Politiker-Matching. Welcher Politiker passt denn am besten zu mir und wen möchte ich wählen? Hier hat man also vor allem, sag ich mal, geht man raus zum Wähler. Der Wähler, der kann sich hier informieren. Ich habe hier leider nicht so, im Nachhinein vielleicht nicht so gute Möglichkeiten für Lobbying, weil es ja doch so grobe Kategorien, so ein bisschen groben Kategorien verbleibt. Aber was das natürlich sehr, wofür es sehr gut ist, ist, dass es so ein bisschen Gamification ist oder so. Also wenn man Glück hat, so, dann geht es ein bisschen viraler und irgendwelche Leute teilen Screenshots von ihren Kandidaten oder wie sie zu ihren Kandidaten stehen. Und ich trage das Thema halt so ein bisschen mehr in die Wählerschaft, in die Gesellschaft hinein. Das Ganze ist eben unter Entwicklung unserer Schweizer Lokalgruppe entstanden. Deswegen freie Software. Und die holländische Gruppe der FSFW hat sich das dann auch mal geschnappt und hat dann einen Fork daraus gemacht, der jetzt nicht mehr kandidatenbasiert ist, sondern parteienbasiert. Weil Holland eben sehr parteienbasiert wiederum ist. Statt Kandidaten, die haben übrigens auch ganz, ganz viele Parteien. Die haben, also das ist irgendwie nur ein Ausschnitt der Parteien, die haben irgendwie über 20 Parteien. Und haben quasi im Prinzip die gleiche Logik. Ich kann also auch wieder einen Account machen, ich kann mich vergleichen mit den Parteien und die gleichen Vor- und Nachteile. Ich erreiche hier vor allem den Wähler, von dem ich hoffe, dass er dort mal drauf geht, dass er das macht und vielleicht seinen Freunden erzählt und das Thema in die Gesellschaft trägt. Hier ist noch die Software-Meta-Informationen. Es ist, wie gesagt, freie Software unter der GPL. Da sieht man jetzt eben auch noch Code und API. Und die zwei Versionen, von denen ich weiß, dass sie existieren. So, jetzt haben wir noch die vierte Methode. Die haben wir jetzt auch zur Bundestagswahl ausprobiert. Den Digitalomat. Ich vermute mal, dass ihr den Wahlomat kennt. Ich könnte mal andersrum haben, wer kennt nicht den Wahlomat? Ja, genau, der ist ja schon sehr bekannt. Also ist ja ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung und wir haben quasi das gleiche Konzept einfach nachgebaut, weil, also ich sag, wir jetzt, das war nicht nur die FSFW, das waren wieder mehrere Organisationen beteiligt.
unter anderem Wikimedia und die Open Knowledge Foundation und Freifunk und weitere digitale Gesellschaft und ähnliche. Und wir haben, weil der Wahl-O-Mat ja eigentlich eine ganz nette Sache ist und auch echt viel benutzt wird und viele User bekommt, dachten wir, nutzen wir diese Popularität, weil die digitalen Themen einfach zu kurz kommen. Ich habe mal geschaut, im aktuellen Wahl-O-Mat gibt es genau eine Frage, wo man sagen könnte, na gut, das ist irgendwie eine netzpolitische Frage. Aber ansonsten keine einzige. Und deswegen wollten wir die netzpolitischen Themen dann ein bisschen zusammenbringen, haben uns eben wieder zusammengetan, haben eine Software gebaut, die im Prinzip genau gleich ist wie der Wahl-O-Mat, aber eben mit digitalen Themen. Und dann habe ich eben, wie man es kennt, dann verschiedene Themen, verschiedene Fragen und kann dann immer zustimmen oder nicht zustimmen. Ist alles sehr einfach. Es ist ja auch sehr so ein bisschen die Sexiness am Wahl-O-Maten, dass ihn auch alle Altersstufen im Prinzip benutzen können. So, man muss nur lesen können und sich dann entscheiden können. Was nicht immer so einfach ist, aber aber es verlangt sonst keine weiteren Kenntnisse einem ab. So, und dann habe ich danach eben ein Ergebnis und kann dementsprechend entscheiden. Ist jetzt auch rein beispielhaft und nicht meine eigene Meinung. Und genau, kann anhand des Ergebnisses, dann bekomme ich irgendwie eine Wahlorientierung oder Wahlhilfe. Und ich kann dann auch nochmal genauer nachschauen, wenn es mich interessiert, zu den einzelnen Fragen konnten die Parteien dann auch noch eine Begründung abliefern. Das heißt, sie mussten sich einmal sagen, wo sie sich einsortieren. Und andererseits konnten sie eben auch noch im Freitext eine Begründung ihrer Orientierung quasi abgeben. So, ich habe jetzt hier nur die Zustimmungen aufgeklappt, weil die Ablehnungen interessieren uns ja nicht. So, auch hier ist das wieder unter freie Software veröffentlicht. Hier ist die Software-Meta-Information. Das heißt, kann aufgegriffen werden, kann auch nicht nur natürlich auf jeglicher anderen Ebene, wie gesagt, wurde jetzt zur Bundestagswahl eingesetzt, also läuft immer noch. Nach dem Talk könnt ihr alle gerne mal auf den Digitalomaten gehen und selber schauen, was bei euch rauskommt. Aber auch nach der Bundestagswahl kann man den verwenden für andere Wahlen oder für andere Themen oder was auch immer. Ist ganz neu, deswegen gibt es noch keine Forks. Hier ist auf jeden Fall die Information dazu. Gibt es bis hier irgendwelche Fragen? Sonst würde ich mal, würde ich sie mal vergleichen so miteinander. Oder kommt hier gerade schon eine Frage auf, ja? Wie ist denn die Akzeptanz von den Online-Politikern-Matching? Also welche Prozentsatz an Politikern macht da tatsächlich dann mit? Ja, ich war sehr überrascht, ehrlich gesagt. Also ich glaube fast, dass da alle mitgemacht haben. Also ich fand auch sehr überrascht. Ich meine, es war in der Schweiz, deswegen, ich kenne das System da nicht so genau. Vielleicht haben die den Eindruck, also wahrscheinlich ist es tatsächlich so, durch ihre direktdemokratischen Elemente und so, dass die irgendwie mehr diese Denken oder auch diese Bürgernähe pflegen und machen. Weil, also es waren über 600 Kandidaten nachher in der Datenbank. Ich weiß nicht, ob das dann alle waren oder ob es noch viel mehr war. Aber es war, also ich vermute mal schon, dass es nahezu alle sind, weil ich weiß es von der Europawahl waren es, glaube ich, 1800 Kandidaten, dann könnte 600 mit Schweiz schon hinkommen. Ja, also es waren auf jeden Fall über 600 Kandidaten in der Datenbank. Ich war schon auch total erstaunt, aber ich kann es nicht sagen, was sie wirklich alle waren. Das waren auf jeden Fall sehr hohe Akzeptanz und ja, haben wir jetzt wieder. Nee, muss nicht unbedingt sein, aber es ist auch, also das mache ich jetzt auch noch gleich im Vergleich. Ich meine, da muss man tatsächlich unterscheiden. Wir haben eben ein repräsentativ, also wir haben ja so ein
Proportsystem, da sind die Parteien viel entscheidender. Wir haben ja auch dann so Listenplätze und so. Manche Leute kommen ja auch einfach rein, die müssen ja nie ihr eigenes Gesicht zeigen und sind trotzdem im Bundestag. Da ist diese Kopplung nicht so stark an die Kandidaten. Es gibt natürlich die Erstwahlstimme und so, aber bei uns sind die Parteien irgendwie viel, viel dominanter als jetzt, denke ich, in der Schweiz. Sonst soweit eine Frage? Irgendwie bei dem Digitalomat beschränkte sich das da auf 5 Parteien? Also beim Wahlomat finde ich gut, dass er wirklich alles berücksichtigt. Allerdings sind die Fragen dieses Jahr wirklich so kurios und merkwürdig ausgewählt, dass die Ergebnisse dann also auch ganz merkwürdig sind. Ja. Aber beim Digitalomat habt ihr da jetzt wirklich nur diese 5 Parteien oder auch den ganzen Rest noch mit dabei? Nee, haben wir nicht. Also wir mussten jetzt mal rein organisatorisch mussten wir eine Auswahl treffen. Wir sind alles Vereine und Organisationen, die vor allem auf Freiwilligenarbeit im Prinzip bauen. Wir haben nicht die, also wir haben einfach nicht die Manpower, die die Bundeszentrale für politische Bildung hat. Wir mussten also irgendwie eine Auswahl treffen, weil ich glaube, die haben 42 Parteien oder so im Wahlomat. Wir konnten keine 42 Parteien anschreiben. Man muss das ja auch halt, man muss die anschreiben, dann muss man denen nochmal hinterher telefonieren, dann muss man irgendwie Antworten alle einpflegen und so weiter, die Logos einbinden. Also es ist einfach viel, viel Arbeit dahinter. So, also mussten wir eine Entscheidung treffen und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass diejenigen Parteien vorkommen werden, die aktuell im Bundestag sind oder im letzten Jahr durchgängig mehr als 5% bei den Wahlprognosen bekommen haben. Ja. Das waren dann, denke ich, 6 Parteien. Eine hat nicht geantwortet und dann blieben 5 übrig. Genau. Irgendeine Auswahl muss man ja treffen, weil sonst alle anderen wären sehr subjektiv gewesen. Also wenn man sagt, na gut, ich nehme jetzt vielleicht noch die Partei rein und ich nehme, weiß ich nicht, die andere Partei hinein, die Piraten oder so, dann, also man muss ja schon irgendwie eine generelle Regel festlegen und das war die Regel, die festgelegt wurde. Aber es ist einfach wegen Manpower, nicht weil wir irgendwie irgendeine Partei mehr bevorzugen würden als die andere oder so. Wir mussten einfach eine Auswahl treffen. Okay. Dann würde ich die jetzt mal noch einmal genau, wie gesagt, vergleichen. Die verschiedenen Methoden, weil die haben eben alle so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, wie das meistens so ist. So, die Wahlbriefsteine haben als beste Eigenschaft, dass man, wenn man, also unter Vorbehalt, wenn man Glück hat, sehr konkrete Aussagen kriegt. Ja, teilweise ist es schon, also teilweise bekommt man tatsächlich so, ja, wir haben uns hier und hier eingesetzt dafür und oder irgendwelche Paragraphen und ähnliches. Manchmal kommt natürlich auch nur ein bisschen, ja, wir finden auch, dass man da mal was machen sollte. Damit kann man jetzt natürlich nicht so viel anfangen. Aber wenn man Glück hat, bekommt man doch sehr konkrete Aussagen. Und ich habe zum Beispiel bei der Berlin-Wahl, die hatte ich ja vorhin auch kurz gezeigt, da lief es ganz gut, weil die hatten, die Parteien hatten nachher die koalitionsbildenden Parteien, also Rot-Rot-Grün in Berlin, hatten tatsächlich sehr, sehr konkrete Aussagen für freie Software in den Wahlbriefsteinen an uns gesagt und hatten 2 der 3 Parteien, hatten eben auch in ihrem Wahlprogramm schon sehr konkrete Aussagen. Daraufhin habe ich dann nach der Wahl, deswegen vorhin schon dieses angesprochene Lobbyismus und nach der Wahl nochmal auf die Parteien zurückgehen, habe ich sie angeschrieben und gesagt, ja, also genau, was ich vorhin erzählt habe, ja, ich gratuliere zur Wahl und möchte hier erinnern und habe dann nochmal aufgelistet, was sie gesagt haben und habe 3 Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Und es hat dann immerhin dazu geführt, dass ich von einer der Parteien eingeladen wurde, um die dort nochmal vorzustellen und daraufhin von der 2. Partei ist wahrscheinlich auch noch eingeladen werde. Also mal schauen, ich habe ganz gute so. Ich glaube, da könnte was passieren, auch in dieser Legislaturperiode, ist ja auch erst letztes Jahr gewählt worden. Also das ist tatsächlich die beste Eigenschaft bei den Wahlbriefsteinen. Man bekommt, wenn man Glück hat, auch sehr konkrete Aussagen. Das Anti-Feature hier ist natürlich die Textwüste. So. Also wenn man jetzt nicht gerade unbedingt politisch interessiert ist, und dann habe ich so einen Text zu lesen, das machen halt die wenigsten. Und deswegen funktioniert auch nicht sehr gut irgendwie mit
Social Media oder so, dann braucht man irgendwie so ein GIF oder ein Bild. Das hat man halt leider nicht. Deswegen ist auch die Zielgruppe weniger so der Wähler, sage ich mal, obwohl man es natürlich so aufbereitet, aber eigentlich ist es die Presse und der Lobbyismus, den man damit erreichen möchte. Die Wahlversprechen, das war die Aktion, die wir da zur Europawahl gemacht hatten, wo ich also quasi im Vorfeld sage, wir suchen Politiker, die unterschreiben uns hier, sagen jetzt im Vorfeld der Wahl, dass sie für unsere Ziele einstehen. Da ist die beste Eigenschaft die Lobby-Datenbank, aber sie ist halt leider gekoppelt dann wiederum, dass sie eben auch abhängig ist von der Teilnahme. Das, was du ja schon eben gefragt hattest. Also bei der Europawahl hatten wir jetzt zum Beispiel nicht so viel Rückmeldung, wie es die Schweizer da hatten mit ihrer Aktion. Wir hatten schon, ich war schon auch ganz zufrieden damit, aber wir hatten auch, also wir hatten gleichzeitig, also jetzt wir hatten mit dieser Charter, die ich da hier dargestellt hatte, da hatten wir einen ganz guten Rücklauf. Wir hatten aber gleichzeitig auch noch einen Free Software Pack laufen, den hatten wir kurz vorher angefangen, wo ungefähr das gleiche war, aber nur mit freier Software und nur freie Softwareorganisationen. Und da hätte ich mir zum Beispiel mehr Rückmeldungen erwünscht. Deswegen muss ich sagen, das ist halt leider das Anti-Feature, wenn natürlich nicht viele Leute mitmachen, dann hat man halt auch nicht so viel davon. Logischerweise. Zielgruppe sind hier eben die Parteien und die Politiker, weil man muss sagen, auch selbst wenn nicht viele mitmachen, wenn man alle einmal angeschrieben hat, dann hat man ja zumindest, sage ich mal, doch auch Aufmerksamkeit erregt. Also jeder, der einen Brief bekommen hat, hoffentlich mindestens sein Angestellter hat ihn einmal angeschaut, hat die Existenz wahrgenommen, hat das Thema wahrgenommen. Freedom Vote, das war eben jetzt die Schweizer Software, die dort entwickelt wurde. Was hier natürlich die beste Eigenschaft ist, ist eben dieser individuelle Zuschnitt. Die Leute, die können sich einen Account machen, die können sich irgendwie matchen und wenn man Glück hat, schicken sie noch irgendwie Screenshots rum. Ich habe das auch vom Digitalomaten habe ich das jetzt öfters gesehen schon, Leute, die Screenshots rumschicken, wie sie quasi, was sie für ein Ergebnis bekommen. Also dieser virale Part steckt da halt drin, das ist sehr gut. Dafür ist es leider ein bisschen komplex für die Presse. Ich meine, jetzt, wenn ich da 600 Kandidaten habe und die 600 Kandidaten, die haben alle irgendeine Meinung gegeben, das kann ich irgendwie als Journalist schlecht aufarbeiten. Da kann ich irgendwie sagen, ja, das geht's und das macht's, aber irgendwie, ich habe kein Ergebnis, ich habe keine Schlagzeile oder sonst irgendwas, über die ich schreiben kann. Deswegen ist eben die Zielgruppe hier vor allem der Wähler. Da hoffe ich halt, dass dann viele teilnehmen und das dann möglichst noch verbreiten. Und genau, die vierte Methode, die eben vorgestellt wurde, der Digitalomat, der hat eben die tolle Eigenschaft, dass es so einfach ist zu verstehen, dass es wirklich alle Altersgruppen im Prinzip beherrschen, von 14 bis 94. Und leider aber auch, muss man sagen, manchmal die Faktenlage ein bisschen hapert. Wir haben halt festgestellt, die Parteien haben zum Teil einfach in ihrem Programm keine Meinung zu einem, also noch nicht festgeschrieben, irgendwas zu dem Thema, das wir sie befragt haben. Ja, dann entscheiden sie halt einfach, ob sie jetzt dort mit Ja oder Nein irgendwie dargestellt werden wollen. Aber es hat keine Programmgrundlage und kann deswegen auch im Nachhinein jetzt nicht so gut dann irgendwie für Lobbyismus verwendet werden. Und sagen, ja, hier habt ihr ja gesagt, ihr seid dafür, aber dann ist es halt einfach nur so ein Ja-Button, wenn es dumm läuft. Wenn sie ja nicht mal mehr noch eine Begründung liefern, also die haben ja, es ist ja frei quasi, eine Begründung dazu zu liefern oder nicht, kann man das jetzt nicht so richtig sie daran festhalten, sag ich mal. Deswegen auch hier wieder die Zielgruppe, vor allem der Wähler, der hier, bei dem man das Thema eben anbringen möchte. Ich habe das Ganze nochmal grafisch aufgearbeitet, dann ist ja im Prinzip die gleiche Aussage. Ich kann mir halt vorher überlegen, wenn ich jetzt irgendwie eine Kampagne machen möchte, dann überlege ich mir halt vorher, ja, möchte ich eigentlich lieber die Öffentlichkeit erreichen oder möchte ich eben nachher vor allem Lobbyismus machen, beziehungsweise möchte ich eher in die Presse gehen oder möchte ich versuchen, da ein virales Element hineinzubringen. Dann tun sich im Prinzip diese verschiedenen Kampagnen so positionieren.
Außerdem sollte man bedenken, in welchem demokratischen System man lebt. Ich meine, habe ich jetzt vor allem gemacht, weil eben das letzte Mal war so eine internationale Konferenz, da waren Leute aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Und die haben dann eben verschiedene Wahlsysteme zur Grundlage. Das kann man halt, ich meine, wir haben in Europa sehr, sehr viele verschiedene Wahlsysteme und die haben alle irgendwo ihre Details. Aber man kann sie ganz grob mal in zwei, vor allem in zwei Kategorien für uns jetzt hier einteilen. Das sind nämlich die Verhältniswahlsysteme und die Mehrheitswahlsysteme, die nämlich entweder parteibasierte oder kandidatenbasierte Wahlen produzieren. Und für die parteibasierten Wahlen, das sind ja wir hier in Deutschland eben, bei uns sind die Parteien irgendwie viel wichtiger. Wir reden die ganze Zeit immer nur von den Parteien und nicht von den Kandidaten, den eigentlichen. Da bietet sich dann vor allem eben diese Wahlprüfsteine an, die ganz am Anfang vorgestellt wurden, und der Digitalomat. So. Während die anderen beiden sind eben sehr kandidatenbasiert. Die werden wir sicher wieder zur Europawahl wieder machen. Aber hier in Deutschland nicht. Funktioniert nicht gut. Und natürlich muss man auch noch bedenken, wenn man jetzt so Fragen macht und den Parteien Fragen stellt, vorher einmal überlegen, wir hier leben in einem föderalen Bundesstaat und es gibt verschiedene Machtkompetenzen und manche Dinge werden eben auf Länderebene entschieden und andere Dinge werden auf Bundesebene entschieden. Sollte man nochmal vorher kurz abgleichen, nicht, dass man die falschen Fragen an die falsche Adresse stellt. Sonst, ja. Wenn ich Bildungsfragen habe, dann habe ich das ein bisschen Landtagswahlen zum Beispiel. Ja. Steuerfragen sind Bundeswahlen und so weiter. Dann habe ich hier einmal hier versucht, die notwendige Arbeit quasi mal abzuzeichnen, die ich da reinstecke. Das sieht man auch, also Wahlprüfsteine bieten sich da halt, sind da besonders griffig, weil im Prinzip muss ich nur Fragen stellen und Antworten auswerten und das dann noch an die Presse schicken. Aber ich brauche halt dazu keine besondere Software, ich kann das einfach mit meinem Texteditor machen. Der Digitalomat hingegen, der hat so, würde ich sagen, Mittel, weil da habe ich die Software, die muss ich dann so ein bisschen adaptieren, je nachdem. Also mein Thema zum Beispiel, ich muss eine Datenbank aufbauen, ich muss die Parteien befragen und natürlich danach Pressearbeit machen, na, das mache ich ja immer. Freedom Vote und die Wahlversprechen, weil sie eben beide auch kandidatenbasiert sind, sind dann doch auch sehr arbeitsintensiv. Stecke ich viel Zeit rein. Deswegen hier nochmal so eine grobe, auch hier nochmal eine grobe Zeitstrahl, die man so benötigt. Ich denke, hier ist jetzt nochmal interessant zu sehen, dass außer diesen Wahlversprechen, also alle haben im Prinzip irgendwo eine Deadline und für diese Deadline an mache ich PR. So, also wende ich mich an die Presse und sage ja hier, so und so viele Kandidaten haben geantwortet, die Parteien sagen dies und das. Außer dieses Wahlversprechen, das, weil da möchte ich ja im Prinzip die Kandidaten dazu kriegen, dass sie im Vorfeld der Wahl ein Versprechen abgeben. Und das können sie auch noch einen Tag vor der Wahl machen. Oder, also ich meine, da bin ich eigentlich froh im Prinzip auf jeden, der das macht. Und das kann bis zum letzten Tage laufen. Die Datenbank füllen hier. Und was eben auch noch wichtig ist, was ich ja auch gemeint habe, die Wahlprüfsteine und die Wahlversprechen kann man eben beides auch noch sehr gut für fortfolgende, nach der Wahl, fortfolgende Lobbyarbeit verwenden, während die anderen beiden sich eben vor allem am Wähler orientieren und sich nicht so gut für Lobbyismus eignen. So, letzte Tipps dazu noch. Methodeweise wählen, sich vorher überlegen, was möchte ich? Möchte ich irgendwie eine partizipative Kampagne machen oder möchte ich vor allem in der Presse landen und dementsprechend seine Methode auswählen? Rechtzeitig anfangen. Nichts ist irgendwie, wenig ist frustrierender als ganz, ganz viel Arbeit, Liebe und Zeit reingesteckt zu haben, um nachher zu spät zu sein. Dann hatte ich auch schon gesagt, man sollte sich auf jeden Fall irgendwelche Partner suchen. Das funktioniert, das ist egal, es funktioniert auf großer Ebene, es funktioniert genauso auf lokaler Ebene. Hier lokale Vereine sich suchen,
um das zusammenzustemmen, weil man nicht nur voneinander vom Ruhm profitieren kann, sondern eben auch sich vor allem die Arbeit teilen kann und damit es für alle einfacher wird. Und schließlich eben, je nach gewählter Kampagne am besten auch noch, die gewonnenen Informationen für Lobbying verwenden. Ja. Und der beste Tipp immer, don't panic. Frage. Ja. Was ist in der ersten Zeile falsch? Fehlt da der Bindestrich zwischen Methode und Weise oder sollte Weise klein geschrieben werden? Ich würde vorschlagen, Weise klein zu schreiben. Aber ein sehr guter Hinweis, ja. Sonst noch Kommentare? Oder Fragen? Ich muss ja keine Kommentare, es kann auch Fragen natürlich gerne sein. So, dann würde ich tatsächlich, wie ich am Anfang angekündigt hatte, wir haben noch 10 Minuten. Wenn ihr noch 10 Minuten habt, würde ich eine aktuelle Kampagne nochmal ganz kurz hier andeuten, die wir letzte Woche nämlich gemacht haben und die jetzt vor allem hier tatsächlich in Schleswig-Holstein, in Kiel, sehr interessant sein könnte. Ihr habt hier im Mai Wahlen gehabt und die Wahlen, der aktuelle Koalitionsvertrag ist durchaus sehr freie Software freundlich. Die Kampagne heißt Public Money, Public Code. Ich werde dazu am Montag hier referieren. Auch ihr habt die digitale Woche in Kiel nächste Woche. Und da werde ich dazu im Montagmorgen im Literaturhaus auch noch sprechen. Einmal kurz durchspringen, leider. Tut mir leid. So. Wir haben also diese Woche eine neue Kampagne gestartet, Public Money, Public Code. Und diese Kampagne, wir fordern quasi, wenn öffentlich, der Staat investiert sehr, sehr viel Geld in Software. So. Der Staat hat eine riesige Verwaltung. Die Verwaltung, die braucht immer mehr Software, die müssen Daten verarbeiten und Informationen aufbereiten. Jetzt natürlich umso mehr noch, je mehr dieses E-Government kommen wird und digitale Behördengänge normal werden, umso mehr Software wird dort produziert, umso mehr Software wird entwickelt werden. Diese Software wird im Falle, wenn der Staat Auftraggeber ist, in diesem Falle wird sie nämlich mit öffentlichen Geldern, das heißt mit Steuergeldern letztendlich, bezahlt. Es ist aber leider so, dass heutzutage ist der Fall ist, dass der Staat meistens an ein Unternehmen quasi den Auftrag vergibt, dieses Unternehmen dann proprietäre Software produziert und eventuell sogar noch sich nicht nur die Entwicklung zahlen lässt, sondern auch noch dann Lizenzgebühren zur Verwendung. Der Steuerzahler zahlt hier also doppelt und dazu kommt, das macht dann irgendwie Schleswig-Holstein. Dann macht es aber genau das Gleiche, macht dann irgendwie Berlin oder Baden-Württemberg. Immer und wieder quasi wird der Steuerzahler hier geschröpft und proprietäre Software produziert, die zu Abhängigkeiten des Staates zum Hersteller führt, zu Update-Pflichten führt und die nicht reinschauen kann, die nicht transparent ist, die Sicherheitslücken haben kann. Wir haben jetzt ja auch gesehen, hier zum Beispiel mit dieser PC-Wahl, das ging ja jetzt so ein bisschen durch die Presse. Ja, das ist ja ein Musterbeispiel, so wird viel Geld reingesteckt, eine private Firma entwickelt es, hat mehrere Sicherheitslücken, keiner kann es aber überprüfen eigentlich. Es wird sogar teilweise ist es verboten, dann auch noch irgendwie Reverse Engineering zu betreiben. Und so, deswegen haben wir die Kampagne gegründet, was doch bitte öffentliche Gelder bezahlen, das soll auch der Öffentlichkeit gehören. Public Money, Public Code. Dazu haben wir eine Homepage gemacht und auf dieser Homepage gibt es dann auch einen offenen Brief, den man zeichnen kann. Kann ich auch gleich jedem ans Herz legen. Und hier, wenn wir alle rausgehen nachher, dann einmal auf die Homepage zu schauen und den Brief zu unterschreiben.
Die Kampagne hat ganz gut Aufmerksamkeit bekommen, glücklicherweise. Also wir haben, da ist noch steigend, da sind schon irgendwie über 35 NGOs, die auch diesen Brief mitgezeichnet haben. Also ist ja europaweit. Ich habe jetzt hier mal die Deutschen, ein paar Deutsche herausgegriffen. Also, na gut, Open Source Business Alliance ist jetzt nicht deutsch, aber egal. Also Wikimedia Deutschland, die Open Knowledge Foundation, Chaos Computer Club, Digital Courage, Digitale Gesellschaft und viele, viele mehr unterstützen diese Forderungen. Außerdem auch Bundespolitiker, die ihre Unterstützung hier verkündet haben. Konstantin von Notz und Halina Walciniak, oder wie man sie ausspricht. Europapolitiker wie der Jan-Philipp Albrecht und Julia Reda haben ihre Unterstützung hier kundgegeben. Wir haben auch ganz gute Presseaufmerksamkeit dafür bekommen, also unter anderem vom Spiegel, Heise, Netzpolitik.org, wurde viel darüber berichtet zum Glück und hatten dann auch noch von einer besonderen Person noch Unterstützung bekommen. Von Edward Snowden persönlich, der diese Kampagne unterstützt und der auffordert, nur öffentliche Software kann auch sichere Software sein. Wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, dann soll das gefälligst auch zu öffentlichen Code führen. Und deswegen bin ich froh, dass ich am Montag hier nochmal sprechen darf, weil ist die Handlungsempfehlung an Schleswig-Holstein und natürlich auch an alle anderen Länder, wir sind jetzt hier, dass eben Software, deren Entwicklung öffentlich finanziert wird, auch als freie Software veröffentlicht wird. Und das gibt, dazu haben wir ganz gute Karten hier in Schleswig-Holstein. Ich möchte einmal ganz kurz noch den Koalitionsvertrag zitieren. Eins weiter. Da steht nämlich drinnen: Offene Schnittstellen, Standards und Software erhöhen die Verbrauchersouveränität und stellen einen wichtigen Baustein für die Erhöhung von IT-Sicherheit und die Ermöglichung innovativer Anwendungen dar. Wir verfolgen den vordringlichen Einsatz von Open-Source-Software, auch um Abhängigkeiten der öffentlichen Verwaltung von einzelnen Softwareanbietern so weit wie möglich zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir unter anderem die entsprechenden Ausschreibungsbedingungen überarbeiten. Eine vollständige Ablösung ist das Ziel. So. Und genau da sollten wir sie nämlich dran messen und am Kragen packen. Weil nämlich, ich habe auch deswegen diese Ausschreibungsbedingungen hier nochmal fett markiert, die Ausschreibungsbedingungen sind ein Grund, warum das leider oft so dazu führt. Da steht dann nicht drin, wir suchen irgendwie eine Lösung für unsere Windows-Software zum Beispiel. Dann sind automatisch natürlich schon mal ganz, ganz viele freie Softwareunternehmen ausgeschlossen. Da die Legislaturperiode fängt gerade erst an, müssen wir hier in Schleswig-Holstein arbeiten. Das ist ein sehr, sehr innovativer Koalitionsvertrag. Und es gibt zum Beispiel Abgeordnetenwatch.de. Abgeordnetenwatch.de ist so eine Plattform. Da sind die Abgeordneten, da kann man quasi seine Postleitzahl eingeben. Dann sieht man da seine Abgeordneten. Und dann kann man die einfach mal anschreiben. Das ist sehr einfach gemacht, so schön gemacht und gestaltet. Kann ich dem direkt eine Frage schicken, ihm einfach mal sagen, kann man ihm zum Beispiel einen Link zu diesem offenen Brief schicken und sagen, den gibt es auch auf Deutsch, das ist alles übersetzt, das war jetzt ein englischer Screenshot, glaube ich, aber es gibt es auch auf Deutsch. Also die ganze Kampagne ist auf Deutsch übersetzt. Kann man ihm einfach mal sagen, ja, hier im Koalitionsvertrag steht doch, dass der Open-Source-Software gefördert werden soll. Was hält er denn oder sie denn von diesem Brief? Ob sie den nicht auch unterschreiben will? Die Frage ist öffentlich, in diesem Falle, weil es auf diesem Portal ist. Wenn er oder sie nicht antwortet, quasi ist es auch ersichtlich. Kann man schön ein bisschen Druck erzeugen. Ich werde, wie gesagt, am Montag da im Detail noch argumentieren, warum das sehr gut ist für Schleswig-Holstein, aber man braucht ja immer Druck von allen Seiten, damit das auch funktioniert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr selber den Brief unterschreibt und wenn ihr da
an eure Abgeordneten tretet. So, habt ihr dazu eine Frage? Welche Werbematerialien zu dieser Kampagne? Bisher gibt es nur Sticker leider. Die findet man unten bei uns am Stand. Mich auch übrigens, so generell. Wenn ihr nachher noch Fragen habt. Bisher leider nur Sticker, aber wir machen jetzt, also wir wollen sowohl einfach so einen kleinen Flyer machen, indem wir, den man halt so auf dem Stand haben kann und den Leuten in die Hand drücken kann. Alles in Kurzform. Wir wollen aber auch noch eine Informationsbroschüre für Politiker machen, für Entscheidungsträger, wo ein bisschen mehr erklärt wird. Aber das muss noch gemacht werden. Die Zeit ist um. Ich stehe da unten am Stand den Rest des Tages und freue mich, da noch weiter drüber zu diskutieren. Genau. Denkt dran, einmal auf die Homepage gucken. Schaut das Video an, das erklärt auch sehr gut. Ich würde sagen, es erklärt auch sehr gut. Habe ich jetzt so als Rückmeldung bekommen, kann man auch sehr gut mal an seine Freunde schicken, die vielleicht nicht ganz so technisch interessiert sind. Zum allgemeinen Verständnis trägt es sehr gut bei. Zeichnet den Brief, erzählt allen anderen davon. Und denkt an den Koalitionsvertrag, abgeordnetenwatch.de, macht Druck auf eure Abgeordneten hier. Und jetzt bin ich fertig.